Übernachten an besonderen Orten, das will Sleeperoo ermöglichen. Auf dem Rostocker Museumsschiff kann man das mobile Hotelzimmer testen. Ich habe das Experiment mit meiner Enkelin zusammen gewagt. Heute werden wir beide einen besonders tollen Abend verleben. Wir sind auf dem Rostocker Museumsschiff der Dresden, die nicht nur ein besonderes Schiff ist, sie ist das größte schwimmende Museum und sie hat an Deck die tollste Übernachtungsmöglichkeit, nämlich einen Sleeperoo. Und den werden wir heute Nacht testen. Komm. Doch wie funktioniert Sleeperoo? Wir haben vor dem Test mit Karen Löhnert gesprochen. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Sleeperoo und hat uns ihr Konzept für besondere Übernachtungen vorgestellt. Zu diesem Konzept gehören unser Design Sleep Cube, den wir selbst entwickelt haben, das Sleeperoo, eine Buchungsplattform, auf der man online eben eine solche Nacht dann kaufen kann, und ein Bewirtschaftungskonzept, nachdem unsere Hosts die Cubes standardisiert an den Orten dann bewirtschaften. Für das Museumsschiff in Rostock bedeutet das neben der Übernachtung auch die Möglichkeit, das Schifffahrtsmuseum zu besichtigen. Der Eintritt ist im Preis inbegriffen. Allerdings gelten auch für uns die regulären Öffnungszeiten. Um 18 Uhr wird abgesperrt und der Alarm scharf geschaltet. Hier unten können wir uns dann nicht mehr bewegen. Dafür bleibt das Oberdeck offen mit Zugang zur Toilette. Das Schiff wird abgeschlossen, nur im Notfall können wir raus. Hinein kann keiner. Wir schauen uns das Sleeperoo nach dem Abschließen an. So, schau mal, Sophie, das ist er. Das ist unser Sleeperoo. Hier werden wir heute Nacht schlafen. Cool, ne? Was sagst du? Du hast mir ja ein Bild geschickt, auch so, jetzt so ein Würfel. Aber ich habe mir so gedacht, dass die Betten da drin vielleicht so getrennt sind, als auf der, eins auf der Seite und in der Mitte dann so frei. Aber das finde ich jetzt nochmal schöner. Komm, wir gucken uns das mal richtig an. Wir machen mal auf. Deal, Schuhe aus und dann testen wir mal. Was ich toll finde, ist die Transparenz. Man kann wirklich zu drei Seiten und nach oben wirklich rausschauen. Sicherlich auch die ganze Nacht über. Aber dieser Ausblick, das ist einfach faszinierend, wenn man jetzt hier unten wirklich auf den Hafen schaut, auf die Fähren, da drüben liegt ein TUI-Schiff, das ist einfach Wahnsinn. So ein Hotel gibt's nicht, also auch in einer hohen Düne, glaube ich, hat man den Ausblick nicht. Für das Gepäck stehen Fächer bereit, auch eine batteriebetriebene LED-Beleuchtung ist eingebaut. Für das Abendessen müssen die Gäste selbst sorgen, Sleeperoo hat aber eine Chillbox bereitgestellt. Mehrere Getränke und Snacks sollen den Abend versüßen. Und das ist gut so. Die Schiffskombüse auf dem Museumsschiff hätte nämlich nicht weitergeholfen. Kombüse ist zu, der Abend ist trotzdem gerettet. Unser Chill-Paket, das hat für jede von uns etwas. Wir haben viel zu viel zu essen, du hast recht. Wir haben viel zu viel zu trinken. Wird bestimmt eine tolle Nacht. Dann sind wir allein auf dem Schiff. Der 10.000 Tonnen schwere Frachter wurde in Rostock-Warnemünde vor über 60 Jahren zu Wasser gelassen. Seit 2003 ist das Museumsschiff Teil des Igerparks. Wer hier übernachten will, muss sich allerdings auf Hafengeräusche einstellen. Eine vorbeifahrende Fähre oder Möwen sind immer wieder zu hören. Das Fazit nach einer Nacht fällt trotzdem positiv aus. Guten Morgen! Nach einer Nacht im Sleeperoo sind wir ausgeruht. Und ausgeschlafen, oder Sophie? Ja. Und wie war's? Richtig toll. Also ich empfehle es all meinen Freundinnen, allen Menschen auf der Welt, weil das einfach toll ist. Bisschen erstaunlich war, wie früh Menschen in Rostock aufstehen. Zum Sonnenaufgang. Aber wahrscheinlich wollten sie den wie wir sehen. Das war der einzige Wermutstropfen, dass durch den Regen heute früh kein schöner Sonnenaufgang zu sehen war. Aber der Blick raus ist trotzdem faszinierend. In Mecklenburg-Vorpommern kann man außerdem noch im Yachthafen Köslin vor Usedom im Sleeperoo übernachten. Im Herbst kommt auch ein Autohaus in Güstrow dazu.